Das ist Lisa. Lisa ist Studentin. Sie muss ein Referat über Politik halten und fragt sich, ob sie einfach Bilder von Politikern machen darf. Doch Paul weiß Bescheid. Also Lisa, eigentlich ist das ganz einfach. Es geht um das Recht am Bild. Das Recht am eigenen Bild gehört zu den Persönlichkeitsrechten. Wenn man es missachtet, kann es ziemlich teuer werden. Außerdem muss die abgebildete Person einverstanden sein. Es sei denn, du nutzt Bilder von geschichtsträchtigen Persönlichkeiten, Politikern, Königen, Wissenschaftlern oder Künstlern. Außerdem gibt es die Panoramafreiheit. Das bedeutet, wenn du in der Öffentlichkeit ein Bild machst und unabsichtlich andere Personen abgebildet sind. Auch bei Versammlungen dürfen die Bilder gemacht werden. Es sei denn, sie sind ganz, ganz privat. Von Politikern kannst du also ein Bild machen. Deinem Referat steht also nichts mehr im Wege. Welches Recht zur Benutzung du hast oder nicht hast, kannst du in dem Video zum Thema Creative Commons und Urheberrecht erfahren.